Reading für August 2024. Ich heiße dich herzlich willkommen in meinem Podcast oder auf meinem Kanal, wo auch immer du diese Energiebotschaft jetzt empfangen kannst. Und ich freue mich, wenn ich dich dabei bei den Monatsenergien ein wenig unterstützen kann. Sie sollen keine Wahrsagerei sein, sondern sollen dir eine Unterstützung sein, um energetische Impulse besser zu deuten. Die Energie des Monats August nimmt wieder Fahrt auf, nachdem einige Menschen das vielleicht auch im Juli gespürt haben, war im Juli die Überschrift Pause, zur Ruhe finden, in sich spüren, vielleicht auch Pause von Verbindungen einlegen zu anderen Menschen. Und erstmal kann es auch so gefühlt worden sein, dass es sich ein bisschen nach Stagnation angefühlt hat. Aber das dient allen dazu, Luft zu holen. Das ist ganz wichtig, dass man nicht in die Verurteilung geht von diesen Pausenmomenten, sondern sie nimmt, wie sie sind, akzeptiert und vor allen Dingen diese Pausen auch nutzt. Also wenn du die Pausen natürlich damit verschwendest, dass du dir Sorgen machst oder dass du in Existenzängste gehst, dann vergrößerst du diese Ängste, aber tatsächlich vergrößerst du dann auch immer Mangel. Insofern nimmt die Energie im August jetzt wieder Fahrt auf. Das geht peu à peu, Schritt für Schritt, und du wirst wahrscheinlich Mitte August schon merken, wow, es ist wieder richtig was im Gange auf den großen Bühnen unserer Welt, aber eben auch auf deiner eigenen Lebensbühne. Und deine eigene Lebensbühne ist die Hauptbühne. Hier darfst du Hauptdarsteller oder Hauptdarstellerin sein. Und auch das ist sicherlich eine Botschaft für den August. Nimm bitte deine Verantwortung wahr. Nimm wahr, was man dir gegeben hat, deine Gaben. Verschwende sie nicht, indem du sie einfach liegen lässt, sondern du wirst immer die Zeit haben, das zu tun, was für dich richtig ist. Und wenn du einen Impuls bekommst, etwas zu tun, dann analysiere das nicht kaputt und überlege, ob du die Zeit dafür hast oder das Geld dafür hast. Denn dieser Impuls wird dir meistens von einer höheren Quelle gesendet und dient dazu, dich auf den Weg zu machen. Das kann auch bedeuten, dass du hier und da mal deine Komfortzone verlassen musst. Und auch dies ist sicherlich wichtig, dass wir das immer mehr und mehr lernen. Dass wir nicht an den Dingen so festhalten, sondern dass wir das so leben, das Leben, wie es uns geschenkt wird. Tja, auch Herausforderungen sind große Geschenke. Und je öfter du sie gemeistert hast im Leben, umso stolzer darfst du auf dich sein, aber umso einfacher wird es auch in Zukunft. Und es ist keine anstrengende Energie, die da auf uns wartet im August, sondern es ist eine lebendige Energie, die uns zeigt, dass wir uns auf den Weg machen dürfen, dass wir unseren Aufgaben endlich besser nachkommen müssen. Wenn du dir immer wieder was vornimmst und es immer wieder zurückstellst, dann kannst du natürlich keinen Schritt weiterkommen. Sowohl in deiner persönlichen Entwicklung, auch nicht bei deiner gesundheitlichen, auch nicht in Liebesbeziehungen und schon gar nicht in finanziellen Situation. Auf der einen Seite sind sicherlich einige Leute, wo sich der Mangel immer deutlicher und deutlicher zeigt, aber es ist nicht wichtig, dass du hier in das Gefühl des Mitleidens gehst, sondern überprüfe mal, wo du noch Mangelfelder hast, wo du also Räume offen hast, wo großer Mangel existiert. Und diesen Mangel darfst du jetzt nach und nach schließen, diese Räume. Und um in die Fülle zu kommen. Und die Fülle ist nicht immer nur finanzieller Natur, sondern sie ist auch gesundheitlicher Natur oder von Liebe getragen. Wenn du da empfangen willst, dann geht es nicht anders, als dass du diese Impulse für dich wahrnimmst. Es geht also darum, Impulse nicht nur zu beobachten und zu sehen und zu hören. Und damit meine ich Impulse aus dem kosmischen Feld. Man schickt dir diese Impulse, damit du sie nicht nur siehst, sondern damit du etwas damit tust. Also im August wird es wieder verstärkt darum gehen, ins Tun zu kommen. Und ich hoffe, dass du die Zeit für dich genutzt hast im Juli, in die Wahrnehmung zu kommen, in die Eigenwahrnehmung. Denn du weißt ja und du siehst, es deckt sich nach und nach sehr, sehr vieles auf. Vieles, von dem du vielleicht auch geglaubt hast, es war die Wahrheit, was man dir gesagt hat oder erzählt hat.
Und es geht jetzt um dieses große Erkennen, dass eben nichts wahr sein muss, auch wenn es so benannt wird. Wichtig ist deswegen, die Eigenwahrnehmung so zu schulen, dass man spürt, was ist für mich richtig, was fühlt sich für mich wahr an. Also deine eigene Wahrheitsfindung. Spüre nach, ob das Essen, was man dir vorsetzt, jetzt das ist, was du essen möchtest. Ob die Produkte, die man dir ans Herz legt, wirklich die Produkte sind, die du kaufen möchtest. Sind sie dir dienlich und wirklich förderlich oder verkauft man dir hier nur eine Wahrheit? Das sind alles wichtige Aspekte in den nächsten 4 Wochen, aber natürlich nicht nur in diesen 4 Wochen, sondern grundsätzlich. Aber das könnte man so im Monat August sehen, diese eigene Wahrheitsfindung. Wenn man dir erzählt, dass du vegan sein musst, dann überprüfe doch mal, ob das deine eigene Wahrheit ist. Wenn man dir erzählt, dass tierische Produkte nicht gut für dich sind oder Milchprodukte, dann spüre doch selber nach, was sind deine Bedürfnisse. Denn wenn du die Lust auf etwas verspürst, dann hat es einen Grund. Wenn du Lust hast, ein Glas Milch zu trinken, dann solltest du dies tun und nicht unterlassen, nur wenn man dir sagt, dass Milch nicht gesund ist. Überprüfe also immer wieder bei den kleinen Dingen des Lebens, nicht nur bei den großen Dingen, ob es deiner eigenen Wahrheit entspricht. Und deine Bedürfnisse sind dafür zum Beispiel auch sehr, sehr wichtig. Sind es deine eigenen Bedürfnisse? Sind es von außen auferlegte Bedürfnisse, die du haben sollst? Also finde dich und deine Wahrheit. Das ist ganz ausschlaggebend, um ins Tun zu kommen. Denn dann handelst du nach deiner eigenen Wahrheit und nach deiner eigenen Wahrnehmung. Überleg mal, da steckt beides das Wort wahr drin. Wahrheit, Wahrnehmung. Und wenn du dieses miteinander verbindest, also deine Wahrnehmung mit dem Tun, dann wirst du auch das Wahre tun. Das ist sehr, sehr wichtig, dass du dir das jetzt bewusst machst. Deine eigene Wahrheit finden, um dann das Wahre zu tun. Egal, was andere dir sagen, auch egal, was du vielleicht bis zu diesem Zeitpunkt selber gedacht oder getan hast. Du kannst jederzeit Dinge loslassen und verändern. Wenn du aber etwas nicht nur verändern willst, also etwas größer, kleiner, dicker, dünner machen, vom selben mehr oder vom selben weniger, sondern wenn du wirklich Transformation erleben willst, das heißt, du bringst Dinge in eine andere Form, ob es jetzt deine materielle Seite ist, also dein Körper, deine Zellen, oder ob es deine Liebesbeziehungen sind, deine geschäftlichen Beziehungen oder deine Kontostände, egal was, wenn du das in eine andere Form bringen willst, dann ist es nicht ein bisschen verändern. Dann ist das zu 100% eine Entscheidung, die du auch über dein Unterbewusstsein manifestieren musst. Sonst wird dir das in der äußeren Welt, die wir ja alle erschaffen, also das ist die Wirklichkeit, in der wir jetzt leben, wird dir das nicht begegnen. Transformation heißt, ich bringe etwas in eine andere Form. Das sind zunächst einmal ganz wichtig, deine eigenen Informationen, die du in dir trägst, die noch abgespeichert sind. Und du brauchst nicht 100 Jahre, um hier Glaubenssätze zu lösen. Du kannst das mit einfachen Möglichkeiten tun. Unter anderem liefere ich dir mit meiner Mindkins-Methode da sehr, sehr einfache, hilfreiche Werkzeuge, wie du endlich deine alten Programme und deine Glaubenssätze transformierst. Schlussendlich transformiert niemals eine Methode, sondern immer du, denn es ist eine 100%ige Entscheidung. Auch das ist sicherlich wichtig. Im August entscheidest du dich für dich, deine Wahrheit. Bist du bereit, auch das wahrzunehmen, wenn es auch mal unbequem ist? Und kommst du ins wahre Tun? Es geht jetzt um das wahre Tun. Ich wiederhole das so oft, weil ich das immer wieder vom Feld gesendet bekomme. Man kann alles Mögliche tun. Man kann auch alles Mögliche tun, um erfolgreich zu sein. Man kann auch alles Mögliche tun für die Gesundheit. Aber man kann immer nur das Wahre tun und das andere auch tun. Aber es geht nur das eine, was für dich wahr ist. Und das zu finden, das ist, glaube ich, ausschlaggebend. So empfange ich das, um ja auch die nächsten Monate und Jahre ein erfülltes, glückliches Leben zu führen. Denn das steht uns nicht im Weg, das Leben. Wir stehen dem Leben im Weg. Wir erschaffen diese verrückten Wirklichkeiten und können aber jederzeit eine andere Wirklichkeit kreieren, wenn es mit unserem Bewusstsein passt und wenn wir hier in einer reinen Energie bleiben und uns nicht immer wieder verlocken lassen
ins Unwahre zu kommen. Also die Verlockungen, die werden sicherlich auch nochmal zunehmen. Will ich linksrum, will ich rechtsrum? Das klingt aber auch gut, das klingt aber auch schön. Und sich nicht entscheiden zu können, bedeutet ja, gar nichts zu erleben. Denn wenn ich keine Entscheidung treffe, dann trifft das Leben für mich die Entscheidungen. Und ich stehe da und muss das eben nehmen, was kommt. Aber das hat mit Eigenverantwortung, mit Schöpferkraft und Selbstermächtigung natürlich nicht viel zu tun. Insofern wünsche ich dir jetzt einen wundervollen, lebendigen, freudigen August. Es geht also darum, ins wahre Tun zu kommen. Und du wirst sicherlich deine eigene Wahrheit finden, wenn du dazu bereit bist und Lust hast, die Impulse, die du empfängst, auch in die Tat umzusetzen. Ja, also lerne zu empfangen und gib es dann ins Feld nicht nur zurück über Gedanken und Gefühle und setze dich aufs Sofa und denke, naja, das ist ja wunderschön, das wird dann schon kommen. Nein, damit ist immer ein Handeln in Verbindung zu bringen. Und die Zeit und auch das Geld wirst du dafür finden, für die Dinge, die deiner Wahrheit entsprechen. Also die Zeit der faulen Ausreden ist tatsächlich vorbei. Es gibt keine faule Ausrede. Wer etwas will und den Impuls hat, etwas zu tun, kann es tun. Er hat dann auch das Geld und zumindest weiß er oder sie, wie sie sich das besorgen. Ja, das unterscheidet dann eben auch erfolgreiche Menschen von weniger erfolgreichen Menschen. Zweifler zweifeln und Menschen, die im Vertrauen zu sich selber sind, die vertrauen und die bekommen auch Vertrauen zurück. Also wichtig, alles, was du reingibst, bekommst du zurück. Alles, was du dir erschaffst, erschaffst du, indem du dein Bewusstsein so ausrichtest. Die Gedanken, die du denkst und die Gefühle, die du fühlst, geben natürlich eine enorme energetische Qualität ins Feld. Die Leute nehmen genau das nämlich wahr und du erschaffst dir sowohl vom Mangel als auch von der Fülle immer mehr, je öfter du darüber nachdenkst. Alles Liebe für dich und eine wunderschöne restliche Sommerzeit. Genieße es, komme ins Tun, aber ins freudige Tun und verbinde es vor allen Dingen mit einer Leichtigkeit, auch wenn man dir im Außen vielleicht noch Schwere suggeriert. Es darf leicht sein und vieles ist auch verdammt leicht, wenn wir es einmal begriffen haben, wie es funktioniert. Herzliche Grüße, deine Julia.